Willkommen zurück zu Baldur's Gate Siege of Dragonspear. Es geht weiter, Freunde. Hier stehen wir mal wieder. Und ich habe, wie versprochen, alles wieder frisch gemacht. Ihr seht die Helden. Sie sind wieder topfit. Minz ist jetzt der, wo die Quest-Items und die Bücher mit sich rumträgt. Einfach, weil ich den Held frei haben will. Ich finde das ein bisschen beunruhigend, dass ich immer noch diesen Entzug von Lebenskraft habe. Vielleicht ist das auch allgemein so in dieser untoten Höhle. Oder es dauert, oder ich muss das... aber wobei, wenn man rastet, geht doch jegliche Krankheit weg, oder? Ich will jetzt aber auch nicht gleich wieder hier probieren und dann klappt es vielleicht nicht und dann fehlt mir der Zauber. Das mache ich dann am besten, wenn ich das nächste Mal schlafen möchte. Jo, naja, wir werden das schon irgendwie los. Jetzt jedenfalls machen wir weiter. Wir gehen jetzt hier rein, würde ich vorschlagen. Da waren wir ja noch nicht richtig. Mal schauen, was da jetzt noch so übrig ist. Natürlich eine große, fette Tür. Möchte wissen, was der fette Wächter denn so, ja, bewacht hat. Aber gehen wir erstmal hier hin? Wir gehen erstmal hier hin. Und auch das sieht schon wieder verdammt wichtig aus. Hier ist irgendwie jeder verdammt wichtig. Ich habe übrigens festgestellt, ich war mir das letzte Mal noch unsicher bei diesem Trank. Der, klar, das ist definitiv ein Questgegenstand. Ich kann den nämlich nicht in die Tränketasche machen. Ich kann ihn nicht trinken. Also muss er ja irgendwas Besonderes sein. Abwarten, ja, was wollt ihr? Für was wir den gebrauchen könnten. So, da ist die nächste Tür. Ach, ich weiß nicht, wo wir zuerst hingehen sollen. Jetzt reizt mich doch eher die Tür, weil die so schwer bewacht wurde. Voraus, weil hier scheint es ja doch groß weiter zu gehen. Und hier keine Ahnung. Also, gucken wir rein. Wer bist du denn? Ein Zombie. Ein Zombie kommt selten allein. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder die Tür zu. Nein, ich würde vorschlagen, wir werden erstmal checken, wie viel da jetzt kommt. Oh Gott, da ist wieder die ganze Party voll. Ach. Ja, wenn man es vorher wüsste, ne? Ich könnte es am liebsten gleich wieder laden und Feuerbälle draufschmettern, weil... Das wird uns jetzt wieder so derbe damagen. Das macht keinen Sinn, komm. Sorry, wenn ich da ein bisschen schneller jetzt auf die Ladetaste drücke. Aber es ist einfach sinnlos, uns da jetzt voll den fetten Kampf zu geben. Wenn wir es doch ein bisschen einfacher haben können. Deswegen, meine Liebe, komm mal her. Oh, warte mal. Ich will jetzt mal ganz kurz ihr Verstand ausmachen. Weil ich will nicht, dass sie die Feuerbälle wieder rumpfeffert, wenn ich es nicht will. Vielleicht will ich es nach dem ersten Jahr gar nicht mehr. Shit, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich schnell wegkomme. Habe ich das geschafft? Also sie hat noch keine Anstalt. Ah, shit. Das war ja ein Satz mit X jetzt. Kommen wahrscheinlich alle nachher. Versuchen wir es doch mal mit dem normalen Kampf. Wen haben wir denn da? Einen Schatten? Okay, das wird wieder richtig arschig. Das wird so arschig wieder. Schauen wir mal. Ja, allein die dreckigen Bogenschützen, ey. Ja, oje. Du bist krank, okay. Weil das ist das Symbol für Krankheit. Gut, ich weiß, es gibt unterschiedliche Krankheiten, aber... Oh Mann. Aber ich finde es ja schön, dass es so herausfordernd ist. Es wäre echt schade gewesen, wenn wir jetzt durch das Vorspiel irgendwie overpowered oder sonst was wären. Aber wir schaffen das nicht. Ich werde schon wieder. Nee, das kann ich. Das kann ich einfach. Diese Massen, das ist so das ist so abartig einfach. Ich finde es fast auch ein bisschen schade, dass es das ein bisschen übertreiben mit den Massen. Ab und an kann man das ja mal bringen, aber es häuft sich jetzt gerade ein bisschen sehr. Naja. Dann werde ich das jetzt mit John öffnen. Der ist nämlich schnell genug. Ja. Ich hoffe doch, dass der jetzt schnell genug ist. Oder kommen die jetzt wieder nach? Shit, Mann, das glaube ich nicht. Das hat doch früher immer geklappt. Okay, dann müssen wir das ein bisschen besser abtimen. Hilft ja alles nichts. Da werde ich das jetzt wie folgt machen. Was wollt ihr? Ach, könnte ich die auch mal richtig stellen, damit ich nicht jedes Mal... Bin euch weit so, lass uns mal da hinstellen. So. Was habt ihr dieses Mal? Du kommst her. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und... You want me? Nein, du kommst her. Whatever thy wills. So, am liebsten... Na, das geht ja nicht. Wenn sie ungefähr da steht, müsste... Ja, ich schnell die Tür aufmache. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und dann wieder abhau. Ja, er muss halt in die Mitte laufen, schon klar. So, und jetzt? Hä? Sofort weg mit dir. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Und sie fängt schon an zu zaubern.
mit unseren gigantischen Feuerbällen genau hier von Lutz, von John McCloud, der aber zum Glück wegrennt. Ja. Ah, oh shit, haben wir uns da nochmal selbst getroffen? Nein, glücklicherweise nicht. Wir haben schon Erfahrungspunkte bekommen. Sehr gut, 3 Stück sind mindestens gestorben. Ich überlege gerade, ob ich noch einen reinhaue. Waren ja mehr wie genug, aber sie sind auch jetzt alle gedamaged. Das muss man uns auch vorhalten. Die sind jetzt alle ganz gut gedamaged. Den Rest könnten wir so machen. Ich warte erstmal, ob sie überhaupt kommen. Nehmen wir an, dass die jetzt kommen nach dem Angriff. So, wer bist du? Minz, okay. Steht hier in vorderster Front. Ja, da kommen sie. Greater Gast, schwer verletzt. Mit der Schatten, unverletzt. So, okay, los, Leute. Dann erstmal auf den Schatten. Ich glaube, die waren fies. Die konnten doch irgendwas fieses, oder? So. Oh, was ist das für eine Dreckswolke? Was haben die gemacht? Ah, attackiert, Rettungswurf gegen... Was ist denn das für ein... Gift? Rückzug, ich will nicht in diesem Gift stehen. Sehe ich mal gar nicht ein. So, es sind anscheinend nur noch 3. Okay, dann greift ihr mal den an. Sweetheart. Du hast einen ganz speziellen Auftrag. Ach, ey. Okay. Du machst den da fertig. Und ja, okay, passt soweit. Hauptsache, es kümmert sich jemand um den Bogenschützen. Auch klappen, oder? Irgendwie trifft sie nicht so gut. Ja, dann können wir es auch lassen. Komm, mach mal den Wild fertig und dann zum Bogenschützen. Das müssen wir doch schaffen hier jetzt. Jawohl. Ich dachte, es dauert ein bisschen länger. Oh, 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 oh. Ja, okay. Ich mag euch nicht. Was habt ihr diesen? Steht ganz. Lass mal den Rest irgendwie kommen. Dieser Bogenschütze nervt mich. So, ja, Andumir beteuert es immer, wie gut doch Fernkämpfer sind. Ich merke es auch jetzt immer vermehrt. Ja, vor allem die Feuerpfeile hier. Also, das hat ja jetzt Safana fast schon am Alleingang gemacht. Muss man ja auch echt zugeben. Aber wenn ich halt mehr der Nahkämpfer-Typ bin, aber ich sollte das mehr beherzigen, auf jeden Fall. Genauso wie es natürlich ein Fehler war, um das jetzt nochmal zu sagen, wegen dem Feuerball, Zauberstab, ja, den hätte ich nicht verkaufen sollen. Aber ich kann ihn ja zurückkaufen. Wahrscheinlich für einen Haufen mehr Geld, aber hey, was soll's. Würdest du jetzt bitte mal stehen bleiben, geht mir voll auf den Keks. So, den hätten wir auch, sehr schön. Und das hat doch jetzt ganz gut geklappt. Der eine Feuerball hat uns schon wieder ein bisschen rausgeholfen hier. Jetzt gucken wir mal. Normale Pfeile, nö. Bogen will ich auch nicht. Und Tote haben halt nicht wirklich was für uns dabei. Das war leider zu erwarten. Okay. Dann, achso, ja, das war ich ja. Ey, warum kommt ihr nicht mit? Ihr Feiglinge. Jetzt werdet ihr sterben. Okay, ein Schatten. Okay, erst den Bogentypi. Und dann den Schatten. Oh, wow, was ging denn hier ab, bitte? Ich bin jetzt schon gespannt. Warum kommst du nicht rein und kämpfst? Haben wir schon genauso. Oh, den habe ich noch auf Urfall gehabt. Okay, meine Schuld. Das ist jetzt vielleicht nicht so richtig durchgepasst. Ups. Ach, stimmt ja. Ich habe ja... mir auch wieder rausnehmen, sonst hören die ja wieder nicht auf mich. Ach, ist das immer ein Gemachs hier. Weiß jetzt gar nicht, ob ich die Gesinnung noch drin hatte. Ja, die ist jetzt wieder drin. Okay. Egal, alles gut. So, so geht's doch auch hier. Alle schön draufkloppen von allen Seiten. Wunderbar. Okay. So, aber das war's jetzt hoffentlich hier in dieser etwas größeren Halle. Blutsteinring, der Rest ist uninteressant, aber hier wurden doch offensichtlich irgendwelche seltsamen Experimente durchgeführt. That liquids that once filled a complex network of tubes and vials set open this table have long since tried. But the odor of defeat and lunacy still lingers
in the air around it. Aha. Okay. Was hat's mit dem... Ach, hier. Clerics Vestment und ein seltsamer Kistenschlüssel. Den nehmen wir doch mal an uns. So, was hat's damit auf sich? This dark red and green robe are a simple dwarven design, but made with material of the highest quality and care. The stiffest and friendship, ne? Okay, das können wir nicht gebrauchen. Wir könnten es aber anziehen, ne? Okay, es ist mal ein bisschen was anderes, so von der Kleidung her, von den Farben. Aber es kann halt rein gar nichts und deswegen ist das äußerst uninteressant. Kommt weg. Aber das hier, dieser Kistenschlüssel, könnte schon besser sein. Hatten wir nicht, ja, wir hatten einen Kistenschlüssel gesehen, den ich nicht öffnen kann. This modern keys opens most friendly complex design. Damage of a dwarf holding a chair. Ja, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Okay, da gehen wir auch gleich zurück, aber wir schauen uns noch den Raum fertig an. Sehr schön, dass wir den jetzt gefunden haben. Dieser Magier, was auch immer er da getan hat. Okay, diese blauen Kessel oder was das sein soll hier, kann ich mir nicht angucken. Keine Ahnung, was hier gemacht wurde. Das ist nochmal der gleiche Text. Hier geht's auch nochmal weiter. Ein Schreibtisch. Was ist? Wir speichern das Ganze mal. Okay, nichts Besonderes. Oh, unser Wan hat gerade wieder eine Falle gefunden. Und das nichts Besonderes nehme ich zurück, denn wir haben das zweite Silberzepter gefunden. Fehlen ja nur noch, ich glaube nur noch, wie viel musste ich insgesamt holen? 4 oder 5? Auf jeden Fall fehlt noch mindestens 1. Wenn wir dann nochmal nachgucken. Safana, gute Arbeit. Weg damit. Right. So, such mal weiter. Vielleicht zu dem Ofen da. Ist da noch mehr? Aber da ist nichts, was ich mir holen könnte. Von daher würde mich es wundern, wenn hier noch was wäre. Echt schön hier mit den unterschiedlichen Flammen. Gefällt mir. Ja, okay, ich kann mich nicht beschweren. Das Scepter war schon ein Highlight. Oh, da ist noch ein Gegner. Oh, ein... Ist die Frage, ob der jetzt alleine kommt oder ob da mehrere sind. Aber ich glaube, er kommt alleine. Was haben wir hier? A blue mist rises from the depths of the earth, bringing with it the stench of magic and decay. Gazing into the mists make your head drop. The sensation passes once in the way. Okay. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob der Typi kommt. Oder ob mehrere kommen. Wo sitzt denn jetzt immer? Ja, wer. Es ist Kampfmusik, aber wer kommt nicht? Also. Wenn das jetzt nur einer ist, dann werde ich da keinen Feuerball jetzt verschwenden. Wir gehen mal hin. Das ist ja eigentlich nur die Ecke. Der bewacht hier diesen Nebel da. Naja, nicht ganz alleine. Egal, probieren wir das mal. Jetzt zusammen. Sind Tote, da kann ich keine Furcht sprechen, auch keine Todeswolke, ne, dann Nahkampf. Ah! Ach komm, ihr könnt... Ah, ihr seid doch so Schweine, ey. Aber schaut euch das an. Wie interessant sieht das denn bitte aus? Okay. Und ich dachte, da ist ein Wächter, der einfach hier steht. Naja. Ich bin manchmal schon lustig, ne? So, na gut. Feuerballalarm. Ah, warte mal, du musst noch ein bisschen mehr haben. Thy wills. Halt, nochmal bitte zurück. So. Warte mal, ist es da nicht geschickter? Ah, das wollte ich nicht. Ach, jetzt habe ich einen Akku gemacht. Ich mit meinem Hin und Her war auch, ey. Ist schlimm mit mir. Jetzt kommt wieder die ganze Meute. Ah! Mann! Das nervt. Es wäre doch einfacher, wenn ich es von hier machen würde. Finde ich. Deswegen nochmal zurück, bitte. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So, wenn die nämlich da stehen. So, vorsichtig. Thy called, whatever thy wills. Nicht wieder zu nah. Sagen wir, mach mal hier einen Feuerball hin. So. So. Ich denke, ich werde noch einen machen. Weil die Gegner waren stark. Ich werde den jetzt ungefähr hier hin machen. Weil die kommen ja jetzt angelatscht. Ich hoffe, das passt noch.
Ja, wenn sie jetzt gleich zaubert, dann würde das super passen. Komm, 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 komm. Ja, ja, bleib stehen. Oh, hat sie mich aufgehalten? Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht. Da kam der Feuerball nochmal durch. So. Okay, gut. Schwer verletzt. Diese Armored Skeleton, die waren ja auch nicht ohne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bombe schwer verletzt. Okay, dann los. Shit, was ist das? Das ist eine Shadow Soul. Shit. Warte mal, das... Ah, ich hasse dieses Soul-Viechers, aber... Kann jetzt nichts machen. Gucke, das zwickt mein Ohr. Moment. So. Hier. Was können wir gegen dich ausrichten, damit du aufhörst? Ich habe hier immer noch die Flamme drin. Hab ich jetzt rausgenommen. Wieder vergessen. Toll. Ich hätte schwören können, ich habe sie extra gelöscht, damit ich es nicht vergesse. Keine Ahnung. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon. Shit, das war ja so klar, dass das jetzt wieder hier so abläuft. Komm, geh mal du dahin. Du hau einfach ab. Das geht mir nämlich so auf den Keks, dass der sich da einfach immer voll heilt, andere heilt, etc. heilt. Du wechselst jetzt auf die Fernkampfmasche. Feuer. So, müssen wir nur gucken, dass der Rest ungefähr überlebt. Sie wird anscheinend nicht mehr verfolgt. Also hilf einfach. Ja, was wollt ihr? Komm schon. Diese verdammte Seele. Können wir weiter gucken. Bleib doch mal an einer Stelle stehen. Ich hasse diese Shadow-Szenen so sehr. Die machen das mit Absicht. Und dann sich wieder dreckig um der Ecke noch schnell mal heilen. Macht fertig. Jawohl, gut. Oh. Wo hängst du? Wo hängst du? Okay. Ja gut, die heilt sich von selbst, das ist gut. Ich hoffe nur, der Gegner läuft dir nicht nach. Wie kann man sich nur so extrem heilen? Shit, die anderen gehen zu der... Ich muss hier Zauber interrupten, auch wenn ich es nicht gern mache. Wo ist denn jetzt der Shadow Soul? Da. Der liegt gerade so halb irgendwie komisch rum. Ist da an der Ecke, das sieht nicht gut aus. Komm schon. Gut. Ja, shit, ey. Aber sie hält mir wenigstens zwei Gegner, also die sind jetzt wenigstens out of play. Solange die hier kämpfen, das sieht aber an sich nicht gut aus. Der zweite Feuerball hat irgendwie nichts gerissen, das fand ich ein bisschen ärgerlich. Oh, schau, das gibt's doch nicht, wie der sich voll heilt. Oh, das, ey, nee, das kann ich jetzt echt nochmal laden, weil das so ineffizient ist. Weil diese dreckige Shadow Soul die ganze Zeit hier rumfetzt, wie so eine Verrückte. Diese dreckige Seele. Okay. Ich werde jetzt auch wieder mehr auf Fernkampf gehen, damit ich die Seelen töten kann. Weil da ist es ja egal, den muss ich ja dann nicht nachlaufen, wie bekloppt. Also, ja, ich nehme die Ratschläge schon zu Herzen. Vielleicht mal ein bisschen später, wie es eigentlich von Vorteil wäre. Aber in dem Fall ist ganz klar, diese Seele muss sterben und dann können wir uns um den Rest kümmern. So, drei Fernkämpfer sollten wir erreichen. Jetzt machen wir nochmal das Spiel, weil das war ja im Grunde ja ganz gut. Und gleich noch einen hinterher. Ungefähr hier. Wobei, die Seele ist hinten. Ich mach nochmal einen hin. Damit die auf jeden Fall getroffen wird. Das ist mir egal. So, ihr kommt daher. Und die Fernkämpfer, warte mal, ich kann dich ja auch noch auf Fernkampf machen. Die Fernkämpfer legen jetzt hier gleich los. Nur Minsk guckt blöd. Minsk kann ich nichts verbieten, ne? Das ist blöd. Minsk, Ruhe. Ich schicke mal ganz da hinten hin, damit er mich nicht nervt. Während wir hier auf Fernkampf ausgehen. So, und jetzt kann ich nämlich die hier zur Seele schicken, wenn ich sie sehe. Da ist er. Shadow Soul. Und der Feuerball sollte auch treffen. Ja!
Die Seele ist tot. Genau das wollte ich sehen. Winston, kannst du wieder herkommen? So. Jetzt, mal gucken. Wie es aussieht, du bist in einem gefährlichen Zustand, weil du festgehalten wurdest. Aber im letzten Moment konntest du deinen Feuerball noch rauskotzen. Das fand ich super. Okay. John geht definitiv wieder in den Nahkampf. Safana geht auch in den Nahkampf und ihr zwei bleibt. Ach ne, die kann ja gerade. Kann ja gerade nix. Habe ich nur 7 im Fernkampf jetzt. Na egal, ich will ja jetzt schnell ummoppen. Vor allem die, wo hier in der Nähe stehen. Vor allem die, wo bei hier stehen. Also den hier zuerst. Na komm, haut dieses Bonbett kaputt, bitte. Haut irgendjemand von euch, bitte. Also zwei sind festgehalten, aber der Rest hat keine Ausrede. So, getroffen, okay. Als nächstes. Dieser da, der ist dem Tode nahe, bitte. Du wirst dich heilen, aber mit einem großen Trank. Und zwar zack, zack. Das sind große Tränke. Ach hier. Oh nein! Ach komm, ey. Ich das hasse. Jetzt habe ich die großen Tränke. Doch, da sind noch welche. Gut. So, trinken. Wunderbar, voll geheilt. Nahezu. Ja, da guckst du was. So. Haut den kaputt. Wunderbar. Es sind noch 3 Gegner. Leicht verletzt dieses Plated Skeleton. Das ist ein richtig großes, krasses Vieh. Ah, die 3 Gegner sind generell unglaublich krass. Die haben von den Feuerbällen kaum Schaden bekommen. Und die sehen schon beeindruckend aus. Wie könnte ich die noch mehr in den Zaun halten? Das darf ich noch nicht auf die leichte Schulter hinnehmen. Vor allem, John kriegt schon wieder hier voll was auf die Arme. Wo steht der? Da vorne, okay, das heißt, wir müssen den hier angreifen. Oh, ich kann nicht zaubern. Ich habe nur diese blöden Stäbe der Furcht mit ihr. Das wird nicht funktionieren. Es geht auf. Panik aus. Ich probiere es mal. Vielleicht habe ich ja Glück und es geht auf. Aber es, nee, es geht nicht auf den Tod. Das ist jetzt einfach nur so ein Verzweiflungsakt. Warte mal, Zauber. Kann ich das Festhalten wegmachen? Nee, ne? Na gut, ich kann schon heilen. So, wenn das so schnell durchkommt. Ich versuch's. Der Rest greift ihn an. Du machst, ne, hier auch fleißig mit. Okay, los. Safana. Schaff dich weg. Right. Wo stehst du, Safana? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Das bist du, okay. Dann schaff dich da drüben weg. Geh in den Fernkampf, kein Problem. Leben wir noch alle? Ja. Oh mein Gott, das ist echt geile Kämpfe, muss ich sagen. Ich hoffe nur, wir schaffen das jetzt. So. Greif ihn weiter an. Er ist verletzt. Warte mal, du kannst auch zwischendurch mal einen Trank heilen, wer weiß, was gleich. Oh nein, Minsk. Nein, der nächste Tote. Ach, shit. Ah ja, klar, die anderen haben alle auf Minsk geschlagen, soweit ich das sehe. Ah, nee. Na gut, einen Verlust versuchen wir hinzunehmen. Aber was ist der Rest? Der ist festgehalten, die wo richtig. Gefällt mir alles nicht. Gefällt mir gar nicht. Nein. Mach Verzweiflungstat hier. Versuch die in Furcht zu bringen. Das wird nix. Wieso hat die jetzt keine Waffe mehr in der. Oh, ich sag dazu besser nichts mehr. Nee, das wird nichts. Shit. Haben wir versagt. Haben wir einfach mal versagt hier. Was für ein Kampf. Trotz unserer Vorbereitung, trotz dem Feuerball. Ich gebe aber das natürlich nicht auf. Wir machen das. Wenn es halt ewig dauert, mir doch egal. Nee. Das machen wir jetzt nochmal ordentlich.
Ja, Feuerballanfang ist klar. Wenn ich die nur irgendwie besser separieren könnte. Oder irgendwie festhalten. Yes, I will. Verdammtes untotes Pack, ey. Okay. Ich hab eine Idee. Yes. Wir können es ja noch mehr übertreiben. Done and done. Safana? You want me? Warum nicht? Whatever you like. So, du hast doch die Halskette, ne? Die Geschosshalskette, genau. Was hat hab ich noch so ein Mal Spielzeug? Jetzt dreh mal voll ab hier. Bin euch weit voraus, Chef. Ist mir so scheißegal. So. Du fängst an, weil ich glaube, du brauchst am längsten. Und die anderen setzen nach. Sweetheart? So eine richtige Belagerung hier. Geschoss. Auch schön da hinten. Ja, was wollt ihr? Und nochmal ein Geschoss. Da hinten. Außerdem. Kannst du jetzt auch nochmal ein Geschoss raushauen? Das ist mir jetzt so Wumpe. Ich will, dass die Dickeren da hinten sterben. So. I am yours to command. Ja, du schaffst dich hierher. Yes. Und du schaffst yes. dich hierher. Right. Ich die früher machen sollen, egal. So, stopp. Ihr werdet nicht vor uns dringen hier. Und außerdem kommen hier noch ein paar Feuerbälle. Macht euch bereit, das wird blutig für euch. So. Hier der Feuerballmeister schlechthin. Sie plus zwei Bällchen. Benutzt die Feuer. Pfeile. So, ihr zwei. Das ist schön, das mussten wir im ersten. Im Grundspiel mussten wir nicht so taktieren. Das macht richtig Bock hier, so. Ah, es kommen ja noch ein paar, ne? Ich habe jetzt eigentlich mit. Wurden schon alle drei gesprochen? Ja, gut, was will ich mich beschweren? Ich sehe hier nur noch zwei Gegner. Natürlich ist die Shadow-Szene noch dabei, aber. Die kriegen wir jetzt gleich noch down und dann wirklich. Den noch schnell down kriegen, bevor wir uns der Shadow-Szene widmen. Mal schauen. Ja, das ging schneller, als ich gucken konnte mit den drei Feuerbällen, beziehungsweise vier. Ich glaube, der vierte wurde interrupted, oder? Bin mir nicht sicher. Egal. Geil. Mach den jetzt fertig hier. Ich kann nicht mehr sehen. Du kannst nicht so schnell heilen, wie ich jetzt einkloppe, mein Freund. So. Kannst gern weiter probieren. Kannst nicken. So. Geil, Mann. Ah, haben wir es doch noch geschafft hier. Was für ein Krampf. Das war schön. Das war echt schön gemacht jetzt. Die drei Feuerballreihen. Weiterhin die Bogenschützen. Oh, dann war echt nicht mehr viel übrig. Das war geil. Heiderdaus, ey, Leute. Ah. Oh mein Gott. Da kommt, ey, die ganzen Part für einen Raum. Das kann ja noch was werden hier drin. Aber gut, ein paar Minuten haben wir noch. Und ich bin sehr gespannt, was es mit diesem Stuhl auf sich hat. Ich habe nur die Befürchtung, dass das vielleicht so eine Art Teleportationsstuhl ist und dass der mich irgendwo anders hinbringt. Wo ich noch gar nicht hin will, wo ich jetzt noch gar nicht weiß, ob ich dann nochmal zurückkomme. Deswegen hebe ich mir den vielleicht doch wirklich für den nächsten Part auf. Guck mal. Was haben wir da gefunden? And? Klein, aber fein, ein Geheimfach hier. Nein! Ich hab doch F5 davor. Habe ich die falsche? Ich hab die falsche. Okay. Entschuldigung. Dein Gebiet. Yes, dear. Ah, ja, das wäre fast in die Hose gegangen. Was habt ihr dieses Mal für mich? Okay, was haben wir hier? Weit voraus, Chef. Schon wieder so ein Trank. Das werde ich wahrscheinlich auch an irgendeiner Stelle unbedingt brauchen. Genauso wie die Failed Phylactery. Und die Notes und ein Failed Experiment. Ach ja, ja, dass hier ein Experiment schief ging, das habe ich mir schon so halb gedacht. Aber es scheint fast so, als könnten wir versuchen, das Experiment doch wieder richtig in Gang zu setzen. Das ist wieder ein Text, den ich mir aufhebe. Ich weiß, ich kann es mir nicht mehr lange aufheben, weil wir brauchen, das ist Storytext, das brauchen wir demnächst.
Aber ich werde echt gucken, dass ich bald einen Gast habe. Mit dem macht das viel mehr Spaß dann. Dann kann ich mich schön zurücklehnen und meinem Gast zuhören, wie er alles vorliest. Ja. made of gold, cold out of metal, boxer, molded down is made. Mhm. Okay. Was auch immer. Ja. Wie viel Platz hast du noch? War nicht mehr viel, aber... Ja gut, das Zeug, das ich verkaufen will, hat er auch. Ja gut, dann muss der Rest halt... Muss ich halt auch den Rest tragen. Silver Scepter. Den Schlüssel müssen wir auch noch holen. So, habe ich da oben jetzt schon geguckt? Ja. Ja, was wollt ihr? Loot-technisch war wieder nichts, ne? Das ist... warte mal, ich gehe nochmal zum Kampfplatz, ob da nochmal was auf dem Boden liegt. Ja, nur Blödsinn. Toll. So, hier... Auf der Seite nochmal gucken, ist auch nix. Yo. Nee, da ist nichts, was mich so richtig belohnt. Naja, die Belohnung ist ja vielleicht dieser mysteriöse Stuhl, auf den ich mich setzen muss und dann was passiert. Ich könnte mir vorstellen, warte mal, wie viel Platz ist denn da noch? Ja, da ist noch Platz nach oben, dass sich dieses Ding vielleicht dreht und wir dann da weitermachen können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Okay. Der Part ist eigentlich voll. Ich will jetzt eine Sache aber noch machen. Einfach so als kleinen Belohnungseffekt. Ich will jetzt noch schnell zu dieser Kiste, die ich nicht aufmachen konnte. Die war doch... Oh, die war ja noch im ersten Gebiet bei dem Troll, meine ich. Ja gut. Das gönne ich mir jetzt auch schnell. Das ist mir egal. Ich hoffe, John kann da alleine schnell hinfetzen. Nicht wieder die ganze Gruppe. Wir haben so eifrig gekämpft und so viel rumprobiert und laden müssen. Da brauche ich jetzt einfach... Da will ich jetzt einfach noch eine kleine Belohnung haben dafür. Eine weitere Belohnung. Und dann machen wir das nächste Mal. Ich werde dann offline mit der Gruppe wieder dahin laufen. Aber ich glaube... Ja doch, ich werde den Schuh benutzen, weil ich glaube nicht, dass er uns wegteleportiert. Ich denke nur, dass wir weiter nach oben gehen können. Und so viel kann oben ja nicht mehr sein. Ich denke, ich werde ihn benutzen dann das nächste Mal. Also wir werden das nächste Mal... Ja, 10.000 Mal das nächste Mal gesagt, tut mir leid. Wir werden dann auf jeden Fall beim Stuhl starten. Aber jetzt, warte mal, das kann ich jetzt aber alleine laufen. Auch wenn es nicht mehr weit ist. Hier oben war diese Kiste. Ich habe den Schlüssel eingepackt, ja? Gut. So, wo war die jetzt? Ich glaube, die hier war es, die nicht aufging. Mal schauen. Und siehe da, sie geht auf. Mit einem... anscheinend wichtigen Tagebuch von Gurn Coldheart. Auch da wird sich mein Gast drüber freuen. Und ein Pergament, glaube ich mal. Parchment. Mit einem, also ein Brief. Oh ja, das könnte auch hochinteressant werden. Hat das jetzt eine Quest hervorgebracht? Nee, hat es nicht. Okay. Na gut, aber gut, dass wir Sam. Gut, dass wir dran gedacht haben. Okay, Leute. Das war's dann für heute. Das nächste Mal geht's dann auch schon weiter. Im Übrigen, momentan ist es ja so, dass Baldur's Gate täglich kommt, mit Ausnahme von Donnerstag und Samstag. Da kommt Black Mirror 2. Es gibt einen kleinen Tausch, das wird jetzt euch nicht so groß kümmern. Nämlich Black Mirror 2 wird jetzt mittwochs und samstags kommen, ab sofort. Das heißt, dass es dann Donnerstag auch noch Baldur's Gate gibt. Ja, weil ich finde, das ist ein bisschen gescheiter aufgeteilt. So, so viel dazu. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt, Let's Play Baldur's Gate Siege of Dragonspear.